Man sollte erstmal die Bereitschaft zum Helfen mitbringen. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Ob man einen Führerschein hat oder nicht, ist völlig egal. Im Ehrenamt geht man genau auf die Stärken ein, die der Mensch auch letztendlich mitbringt. Man ist quasi, egal welche Vorkenntnisse man hat, man ist immer gut aufgehoben im Ehrenamt. Mein Klischee war, dass Ehrenamtliche immer so ein bisschen Retter in weißer Rüstung sind. Aber wenn man mal dabei ist, dann merkt man ganz schnell, auch die Leute essen gerne mal nach dem Dienst eine Pommes und auch die trinken mal ein Bierchen nach dem Dienst. Wenn man Zeit in das Ehrenamt investiert, dann ist es auch so, dass das Ehrenamt etwas zurückgibt. Das können ganz normale Fortbildungen sein, das kann aber auch sein, dass man einen Lehrgang zum Zugführer macht, zum Gruppenführer, zum Zugführer oder eben die Ausbildung zum Sanitäter. Einer der größten Gründe, bei den Johannitern einzutreten, ist natürlich, der Gesellschaft irgendetwas zurückzugeben, was möglicherweise sinnvoll ist, was definitiv sinnvoll ist. Wenn ich jemanden von den Johannitern überzeugen würde, würde ich einfach sagen, komm zu unserem Zugabend, komm zu unserem Ortsabend und schau dir das Ganze mal an. Und wenn du der richtige Mensch dafür bist, dann wird es dir auch gefallen und du wirst auf jeden Fall dann Spaß daran haben. Kontaktieren könnt ihr uns ganz normal über unsere Homepage oder zum Beispiel die Facebook-Seite. Oder wenn ihr einfach jemanden kennt, der schon mal bei den Johannitern war, einfach ansprechen. Ihr könnt auch bei uns an den Wachen vorbeikommen zum Beispiel.